Hi Leute, willkommen zurück. Es wäre Alice in Zuckerland. Ich kann es einrichten, mit Basecam aufzunehmen. hoffentlich, aber ihr werdet das ja jetzt sehen. Ich stehe dafür jetzt immer extra eine Stunde früher auf, damit ich das schaffe. Quasi Quarantäne oder nicht, ich habe tatsächlich nicht so viel Zeit. Aber ich wollte das unbedingt machen und ich bin mega aufgeregt, dass ich das jetzt... Ich muss mal gerade hier meinen Controller abziehen, sonst ist das... Ich freue mich mega, dass ich mich dazu entschieden habe, das jetzt so zu machen. Muss sein bei dem Spiel. Okay, wir haben Kerzen gefunden. Gesucht und gefunden. Und jetzt können wir endlich... wir hatten ein Date-Versprechen mit Tifa. Und... Sorry. Zwei Sachen. Einmal, in der englischen Synchro sagt Aerith, als sie Cloud die Blume gibt, ein wenig was anderes. Und zwar im Deutschen sagt sie, es ist eine Blume für ein Wiedersehen. Im Englischen sagt sie, es ist eine Blume für ein Wiedersehen zwischen zwei Liebhabern. Und wir wissen ja alle, wem Cloud die Blume gegeben hat, ja? Ich weiß natürlich nicht, was im japanischen Original der Text ist. Ich glaube einfach daran, dass es eher so ist wie im Englischen. Wobei die englischsprachigen Menschen nehmen sich bei der Übersetzung gerne ein paar Freiheiten raus. Das musste ich schon feststellen. Ich werde mich da mal vielleicht ein bisschen auf Recherche begeben. Ja. Und, ich habe noch einen Spoiler gesehen, leider von einem Screenshot. Aus dem 14. Kapitel, was also ein bisschen weit hin ist. Und der lässt mich jetzt daran zweifeln, ob ich den eigentlichen Spoiler vielleicht falsch interpretiert habe. Und jetzt bin ich verunsichert und habe Sorge und ich bin gespannt, was passiert. So, und jetzt machen wir hier endlich weiter. Endlich. Willst du zurück in die Bar? Ja, jetzt ja. Ja. Jetzt sind wir ja fertig mit... Nebenaufträgen. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Ich hasse Bomber. Ich hasse sie. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Oh, nee, nicht besaufen. Ach, einfach irgendwas. Okay, ich mix dir was Passendes. Nicht hart saufen. Okay. Sieht aus wie Pipi. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Wann hat sie den fertig gemacht? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Also handsam bei ihr. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört?
Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Ich sollte da jetzt runtergehen. Ich will nicht nur mehr Nebenmissionen machen. Ich muss mal aufs Klo. Ich komme nicht ins Klo. Oh, ich kann hinter die Bar gehen. Kann ich anfangen, Cocktails zu mixen? War ein seltsames Mädchen. Die gelbe Blume war ein seltsames Mädchen. Sie hat sich aufgehoben. Süß. Okay. Ich will da runter. Ich will da runter. Das sieht so schön aus. Ich komme da echt nicht runter. Ich darf nicht. Ich wette, wenn ich jetzt gehe, komm, ich darf auch nicht gehen. Ich darf nicht gehen. Oh, ich muss Dart spielen. Wedge, Tifa, Jesse, Johnny, Marl, Barrett, Bix, Finn, Ellie und Narjan. Ich muss Dart spielen. Ach, Grundregel, mit X kannst du einen Dartpfeil werfen. Ist nicht so schwer. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Darts halt. Man wirft in jeder Runde mit 3 Pfeilen. Ziel ist es, eine Punktzahl genau auf 0 zu reduzieren. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis der Dartpfeil geworfen werden muss. Je kleiner der Zielcursor beim Drücken ist, desto genauer der Wurf. Ziele möglichst auf Felder mit hohen Werten, um die Punktzahl mit so wenig Versuchen wie möglich auf 0 zu setzen. Wie war das? Der innere Ring zweifache und der äußere dreifache Werte. Und deswegen ist es gar nicht so schlau, aufs Bullseye zu werfen, weil das gar nicht die meisten Punkte gibt, sondern die dreifachen Werte von der 20er geben halt dann 60 Punkte. Ja, umblättern. Hohe Punktzahlen. Der äußere Ring Double, der innere Triple. Also der innere Ring von der 20 gibt dann 60 Punkte. Die höchsten Punktzahlen landet man mit Treffern ins Zentrum der Scheibe, den äußeren Ring oder den inneren Ring. Doch Vorsicht, wenn die Gesamtpunktzahl ins Negative geht, hat man überworfen und die Würfe der aktuellen Runde gelten als ungültig. Sobald du die Punktzahl mit dem nächsten Wurf auf Null senken kannst, werden dir die Felder angezeigt, die du dafür treffen musst. Orientiere dich an diesen Feldern, um deinen letzten Wurf zu landen. Okay, es gibt auch Mathe-Legastheniker, da will ich jetzt... Ich wollte gerade einen dummen Spruch bringen, aber das wäre, glaube ich, echt nicht angebracht gewesen. Oh, kannst du mal aufhören zu... da habe ich gar nicht hingeschossen, aber läuft bei mir. Da habe ich nicht hingeworfen. Ich sehe schon, dass das wird, das... Das war nicht großartig. Yes! Ist nicht so einfach. Uff.
Oh, pff, schlecht. Ich weiß. Yes. Okay. Daneben. Perfekt, aber daneben. Mhm. Das wackelt extrem. Oh, come on. Endlich. Ah. Sagt was. 18 Würfe. Schlecht. Ah, es gibt bestimmt was dafür, wenn ich unter 8 würfe, also wenn ich auf dem ersten lande. Dann warte ich mal. Wunderbar. Wir warten und warten. Du kannst doch einfach da runter gehen, Cloud. Stell dich nicht so an. Ja. Oh, sie sieht nicht glücklich aus. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jessie, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jessie! Ich hab Riesenkohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Ja, toll. Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen. Mann, das tut gut. Biggs, entschuldige, Cloud. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Ja. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Treibt's nicht so bunt. Ja. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben genießen. So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr.
Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe hatten wir ja auch nicht wirklich Grund zum Feiern. Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Erinnert mich bloß nicht daran. Das verdirbt mir total die Stimmung. War eine schwierige Zeit, was? Kann gar nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Ja, doch wir sind immer noch hier. Und das liegt einzig an euch. Dafür möchte ich euch danken. Ach, jetzt hör aber auf. Wozu sind wir denn Freunde? Ja, das sind wir. Und gute Freunde stehen zusammen. In schlechten Zeiten besonders. Wir haben uns ganz gut gemausert, würde ich sagen. Ja, meine Wampe allerdings auch. Bedank dich bei Tifa. Für die Hilfe oder den gut gefüllten Bauch? Den Bauch natürlich. Was denn sonst? Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, am liebsten würde ich auch morgen... Wir reden später. Wo waren wir? Okay. Und das werden wir auch. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Na, vielleicht nicht jeden Tag. Hat so viel Spaß. Ja, Schnüffler, gehört der Schnüffler hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Hui! Mann, unser Boss scheucht uns aber auch ganz schön rum. Nicht, dass er sich nicht. Ja, solche Hipster-Frisuren, ey. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 500 200. Pff, 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Oh, come on. Geht's noch klischee-mäßig? Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Ein Bandenstreit? Gehören die zusammen? Hey. Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder, Boss? Ja, lass uns zusammen in die dubiose, dunkle Ecke gehen. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. So, also ich dachte, wir gehen noch weiter. Aber wir gehen noch weiter. Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Oh boy. Das ist irgendwie süß. Wie klischee-mäßig das ist. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Ja, ich habe aber nicht gesagt, dass ich es sagen werde. Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Hallo. Welcher ist der letzte Schrei? Was ist das alles? Vollgas! Kommt da wieder einer an? Die Party fängt gerade erst an, der letzte Schrei! Du bist gleich im Sieg! Was? Wo bin ich? Das zahle ich dir ein! Feuer! Sollte mich vielleicht mal wieder heilen. Ja, auf mich, auf wen denn sonst? Fertigkeiten, Schwertsturm. Das war gut. Das war nicht so gut. Ich komme nicht mehr weg. Feuer! Alles in Griff. Tschüss.
Gegner, womit habe ich ihn denn jetzt gerade besiegt? Ich war doch hier vorne. Oh, Handgranate, Handgranate, Handgranate. Danke. Ja, gerade nicht laut. Steh mal auf. Bereit. Ich bin bereit. Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Oh, der ergibt sich. Der ergibt sich. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Ich wollte ihn nicht mehr besiegen. Bring mich bitte nicht um. Ach, warte, ich bin Klaus. Natürlich bringe ich ihn um. Genug. Weil Klaus das so macht. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Gesagt, der und kommt jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Hm. Kann man die looten? Wahrscheinlich nicht. Nope. Vielleicht solltest du Barrett Bescheid sagen, dass da Typen sind, die... Ich guck mal, ob ich Barrett Bescheid sagen kann. Was? Nicht schlecht, Herr Alleskönner. Halt die Augen offen. Die kommen vielleicht in den Leben. Kann ich Bescheid sagen? Nope. Ich sollte mich von der Bar entfernen. Oh, oh Baby. Es waren die Dingens waren nicht so weit von hier, ne? Soll das sein? Das ist ja gar nichts. Dem Krämer wird bestimmt ein Stein vom Herzen fallen. Hm. Bin ich überhaupt richtig? Oh. Nein, hier ist die Gasse. Super, ich hätte doch da rechts abbiegen müssen, ne? Jo, nope. Bin ich überhaupt... Warte mal. Bin völlig falsch gelaufen. Ich bin mal wieder völlig falsch gelaufen. Wer gute Arbeit abliefert, ist normalerweise auch... Das hoffe ich auch. Der Igel... Was? War das in die andere Richtung? Karten lesen ist halt nicht so meins. Nee. Da lang. Da lang? Ja. Da lang. Ich glaube da hinten. Ja. Hä? 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 Mal da? Nein. Ah, schön. Ich bin mit meinem tollen Nachbarn. Hä? Hä? Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Das ist so charmant. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Damenbesuch. Falsche Dame. Ich mag Jessie, aber... Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Hm. Habe ich eine andere Wahl? Vermutlich nicht. Oh. Das ist die Anzahlung. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Naja, ich kann ja nichts... Ich habe nicht viel einzupacken hier, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was sie mit mir vorhat.
Ah, ich sollte mich ausruhen. Kann ich mich ausruhen? Hat sie so viel Zeit? Jetzt mal, wie so ein nasser Sack hier ist. So. Ifrit. Nein, so. So. Tausche ich Ifrit gegen mein Schokoboküken? Ist schon, oder? Obwohl Schokoflavor eigentlich ganz nice. Materie einsetzen. Ich mag Ifrit. Ja, das passt schon, oder? Bist du bereit? Ich denke schon. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Oh, kannst du nicht sehen. Au. Ein bisschen ADS heute. Wenigstens stimmt der Lohn. Na? Aber was war jetzt mit den Dementoren im Seventh Heaven? Ein Cloud für alle Fälle. Trophäe erhalten. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? In dieser Nacht. Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnamen! Vollgas voraus! Festhalten, Mix! Das ist keine angemessene Motorradausrüstung. Ja. Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt. Doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Ja. Kontrollpunkt passiert. Sorry. Jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Kann ich die... Kann um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden... Wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ah, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Fahrkünsten Schmetterlinge in den Bauch zauberst. Sieh nach vorn, dann wird dir nicht schlecht. Toller Tipp.
Oh, oh. Jetzt geht's raus. Freust dich wohl drauf. Na klar, freu ich mich darauf. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Die Arme um einen starken Mann geschlungen. Meine Güte. Kann ich... Jawohl, sehr gut. Nein, kann ich nicht. Schneller Gas geben. Ich hab Angst. Oh Gott, ich werde beiden umbringen. Du fährst nicht nur schnell, sondern auch sicher. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Ja, aber ich bin nicht. Was für ein Nerd! Sollte vielleicht mal lesen, was da steht. L1 Distanzkampf. Läuft ja wie geschmiert. Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Anhalten! Na, so weit kommt's noch. Ganz deiner Meinung. Achso, ich kann. Oh. Wir sind nicht zu bremsen. Was soll das? Meint er mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich sollte aufpassen, wo ich hinfahre. Was soll das? Oh. Ich halte mal besser etwas ab. Sicher ist es. Oh, sorry, Jesse. Kann ich das auch beschleunigen? Hier links angreifen, rechts angreifen, blocken, bremsen, beschleunigen. Ich sollte auf die Straße gucken. Was war beschleunigen? R2! Ah! Die ganze Zeit versucht mit dem Stick zu beschleunigen. Hast du dich etwa für mich sonst Zeug gelegt? Für uns alle. Danke. Sag mal, kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Kommt dir nur so vor. Also, hey. Sie kommt zurück. Oh nein, das könnte übel. Rechts angreifen, rechts angreifen. Rechts angreifen. Halt still. Beschleunigen. Links angreifen. Bin noch dabei. Beschleunigen. Ich komme! Kannst du uns irgendwie helfen? Du bist echt stark! Killer Haar, bin ja auch Soldat erster Klasse. Eindringlinge entdeckt! Nehme Verfolgung auf! Geben die denn nie auf? Ja, warte, ich kann auch wieder Distanz. Nee, oder? Das klingt ja nicht gut! Da haben wir doch keine Chance! War ein bisschen heiß. Jawohl, sehr gut. Ach komm, ich hab die gar nicht berührt. Hilfe! Du musst besser ausweichen. Die Zeit hab ich nicht, ich muss euch retten. Hilfe gar nicht, was? Was? Hab nicht zugehört. Das macht Spaß. Oh. Jetzt kommt auch noch Korn. Wie sieht es eigentlich aus da unten mit meiner... Ach, du Scheiße. Kein Problem. Kein Problem. Kann ich schon wieder... Auf wieder mal. Na dann. Viel Spaß, Soldat. Da bleibt für uns ja kaum was zu tun. Na, komm schon, komm schon! Ja, einfach toll! Wie zu erwarten war. Läuft bei mir. Meistens folgt auf so einem Spruch immer die ganz große Kacke. Ah, du. Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Ja. Soll das heißen, er kommt? Bestimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst fährt er uns gleich mit über den Haufen. Hochkonzentriert, hochkonzentriert, Scheiße! Ja, sorry. Ich hau nur noch ins Leder. Nein, 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 das machst du nicht! Du wirst geradezu unterfordert. Ja.
so schnell, sondern auch sicher. Ich glaube nicht, Jesse. Ich glaube nicht. Sicher ist was anderes. Wirklich beeindruckend. Mit kann ich eigentlich? Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht mich nicht. Items nicht, nehmen. Jesse. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Oh, da kommen noch mehr. So geht's ja nicht. Cloud, hilf uns! Bin doch schon unterwegs. Dann kann ich mich ja entspannt zurücklehnen. Bist du überfordert? Unterfordert ein bisschen. Wir sind schnell. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Die flüchten vor dem. Die flüchten vor dem. Jetzt habe ich Angst. Ich dachte, die Zeit. Oh, dass ich gleich aufhören muss. Ups. Okay. Was denn jetzt? Tut, tut. Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab. Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch. Darf ich mich einklinken? Nein, darfst du nicht. Oh, ich hab grad... Na gut. Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Bring mir denn sonst? Vergiss es. Solange die Straße frei ist, ist alles Aus! Gut. Ich kann dich nicht hören. Du bist so langsam. Deine Worte kommen bei mir nicht an. Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Loche. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hast ja doch... Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Gott. Sehr danke. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Ich auch. Okay. Kann ich Pause drücken? Kann ich, weil... Na, 2 Minuten habe ich noch. Ich muss wegen der... Facecam aufpassen. Sonst splittet der die Aufnahme und da habe ich keinen Bock zu. Nicht so verbissen auf die Straße gucken. Schön mich im Auge behalten. Habe ich doch, Bitch. Oh. Magst du mir das Das macht ja mega viel Spaß. Ja, ich denke, interessant. Was macht der Typ? Er will nicht drauf. Scheint ihn nur anzustacheln. Ja, nicht übel. Sorry. Und Liebe zum Motor. Doch noch. Fährst du nur, statt das Fahren zu leben? Ja. Nee, den Distanzangriff spare ich mir. Ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Wow. Klaus, Beeilung! Ich kann deine Augen nur auf mich! Oh, shit. Mehr davon! Komm schon! Ja. Der Motorrad ist ziemlich lediert! Schaff ich! Ja. Ja. Aber nicht, wenn er gleich wieder sein... Zieh mich nicht so! Gib mir einen kleinen Liebesbeweis! Ja. Ich kann dich nicht.
Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren! Na, wie ist das? Oh! Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal! Was? Oh Gott! Mit Klaus sollte man sich das nicht anlegen. Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Schweinebacke. Das hat Spaß gemacht. Gut gemacht. Dem hast du's gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Jetzt muss ich doch warten. Katastrophal. Katastrophal was? Gefahren. Und wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch. Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Rich und Vic sollten aufpassen, wenn er sein Schwert so nach links raushält und die links an ihm vorbeifahren. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Ich mag dich so gerne. Die sind alle so super. Oh, okay. Dann kann ich ja jetzt Pause machen. Das hat super viel Spaß gemacht. Oh, das war echt gut. Und nächstes Mal gucken wir dann, ja, besorgen wir Jessie an ihre Sprengkapsel-Dings da. Natürlich ist sie hin und weg von Cloud. Aber ihr wisst ja, Cloud ex Tifa, also. Aber Jessie ist auch echt süß. Ich schieb sie aber eher mit Wix. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.